Darum ist drin. Wunderbar. Beine wieder an den Körper, Bauch nach vorne, Schultern nach vorne, Bauchmuskeln anspannen, ausdrücken, gut. Wieder eine neutrale Sitzposition, trage gut den Wegdrücken und den Kopf statt Topf. Du kannst gerade anfangen. Jawohl, das geht auch sehr gut. Kommst wieder in eine normale Sitzposition. Sehr gut. Wir können auf Rusche nicken über die Querachse. Top, du kannst anfangen. Beine bremsen. Zieh. Hände hoch. Warte. Zieh. Hände hoch. Jawohl, sehr schön. Warte. Zieh. Hände hoch. Jawohl, sehr schön, machst du es. Und schon klappt er ein, recht grosslächig. Jawohl, sehr schön. Nicht 100% symmetrisch, das ist auch schwierig, aber sehr top, du kannst anfangen. Ohren sind schon drin, Vollgas geben, beschleunigen, durchtreten, maximale Körperverlagerung rechts. Voll mit dem Körper rechts, jawohl. Und voll mit dem Körper links, was du kannst. Voll auf die linke Seite. Yeah, genau, voll links drin bleiben, ja, super. Körperneutral, alleinen loslassen, körperneutral oder ein bisschen rechts. Alleinen loslassen und auftun. Sehr schön. Ja, da ist schon volle Dynamik drin. Sehr gut. Drehst du den Schirm nochmal links 180 Grad. Links und Frontklapper. Hände hoch, nichts tun. Sieht spektakulär aus. Warten. Dauert einen Moment lang, bis er sich erholt hat. Füllt leicht über die Ohren. Machen wir das gleiche symmetrisch ziehen. Auch die Ohren anlegen, hilft gut. Top. Zack, sieht geil aus bei dem Schirm, wie er ganz zumacht. Warten. Gut, jetzt dreh den Schirm dann nochmal links, nochmal 90 Grad ab. Dass ich die wieder loslassen, inklusiv beschleunigen würde. Klapper. Top, Hände hoch. Ja, geil. Gib fast ein bisschen schneller wieder auf. Dreh den Schirm rechts 90 Grad ab, du kommst auf den langsam Unterflügel anschauen, schnell durchfühlen, bist nah dran, pass auf, bist sehr nah dran, langsam, lass dir Zeit, Achtung, auf, pass Hände hoch, jawohl, schön, ich hab's das gemerkt, wunderbar, hab nicht so lange Steuerwege, der Mistral, sonst kannst du anfangen, jawohl, hochgreifen, zwei Anleinen, abknicken, so Vollgas geben, beschleunigen, durchtreten, schau mal die grossen Ohren, wunderbar, ganz leicht rechts halten mit dem Körper, nicht, dass er, schau, dass du in die richtige Richtung fliegst, gut, wir machen sie gerade wieder auf, machen sie gerade wieder auf. Alleinen loslassen, powerful pumpen. Bam! Wo ist der Pump? Mach ihn symmetrisch auf, also beide bremsen. Top! Weniger drücken, zwei alleinen, einleiten ist gut gewesen, Joint stricken, ziehen. Okay, Leinen loslassen und gerade wieder auftun. Hände hoch, jawohl, und nochmal einen Pump. Genau, sehr schön, gut, deutlich besser. Vollgas geben und zack, Hände hoch. Sieht einfach geil aus bei der Kiste. Links ein bisschen Gegensteuer geben, wenn er dreht. Genau, sehr schön. Dann machen wir noch einen B-Stall. B-Gute, achte, genau, halte. Schirm anschauen, halt ihn. Schau mal, wie er nach hinten biegt. Ja, jetzt wird er gerade, biegt sich wieder nach hinten. Und top, die Hände hoch. Jawohl, hast ihn extrem tief gezogen, extrem powerful gezogen, sehr lebendig. Aber trotzdem ist es Zeit, lass ihn sein. Schön langsam, gefühlvoll, Achtung, selber entscheiden. Achtung, noch ein bisschen, Achtung, noch ein bisschen. Und, ja genau, schön, ab zum Landeplatz, der Rosche, mal ziehen, kräftig Rosche, du kannst anfangen, jawohl, zweite Seite runter, warten, eine Seite hoch, zweite Seite hoch, machst es natürlich sehr aggressiv, powerful, dann sind auch die Drehbewegungen ein bisschen schneller, du kannst anfangen, symmetrisch, beide B-Gut, eine B-Gut, eine C-Gut, ziehen, top, jawohl, zieh mal, jawohl, zweite B-Gute oder C oder was auch immer, jawohl. Und top, die Arme wieder hoch und es fliegt wieder anders. Nicht im Moment ganz marginal höher, aber unkritisch. Schön ist es nicht, optisch ist es ruhiger vorher gewesen im reinen B-Stall, aber ungerade loslassen, wenn er nach hinten kippt. Top, du kannst anfangen. C-Gute packen, zieh mal ein bisschen langsamer, nicht so hektisch. Zieh, halte. Schau den Schirm, einfach halten. Ist ein bisschen unruhiger. Sinken ist besser marginal, er ist schön, biegt sich nach hinten, also keine Gefahr vor Frontrosette und top, die Arme hoch. Der Schirm nickt nach vorne, ein bisschen mehr als der klassische B-Stall, aber auch da unkritisch im grünen Bereich. Kraftlos, nicht Stollpunkt suchen, gefühlvoll rangehen, lass die Zeit, schön langsam. Selber entscheiden, jawohl, sieht gut aus, nur schön gemütlich rangehen. Sehr schön, gut, jawohl, lass die Zeit, genau, schön langsam rantasten. Genau, sehr schön. Gut. Roger, jetzt will ich noch schnell wie möglich grosse Ohren. Reiß in die Kampfrunde kommen. Bring die Ohren rein. Komm, wo sind sie? Bang, Vollgas geben. Ja, super. Und gerade wieder aufmachen. Bang, pumpen. Beide. Jawohl, sensationell. Ja, der Roger. Absolut souverän. Roger. Klappe ziehen. Top. Gegensteuer geben, gefühlvoll. Jetzt hast du die Ignika wieder losgelassen. Hast du die Bremse noch in der anderen Richtung? Kann das sein? Okay, nochmals. Ja, gefühlvoll gegen Steuer geben. Halt ihn unten.
Genau. Halt ihn ruhig unten. Okay. Er schlägt ein bisschen, gell, will natürlich immer wieder aufgehen. Machst den Klapper wieder aufrecht, Gegensteuer beibehalten im Öffnungsmoment. Okay. Mach den Klapper reich. Jawohl. Besser. Sehr schön. Mach ihn gerade wieder auf. Tipptopp. Machst das gleiche in grün noch auf die linke Seite. Jawohl. Und auf dem ganzen Körper raus. Jawohl. Gut. Klapper wieder auftun. Nicht zu viel Gegensteuer geben und wieder auftun. Mach ihn auf. Der ist 180 Grad. Top. Du kannst anfangen. Zack. Loslassen. Geht auf. Noch nicht einmal 90 Grad. Weiter fliegen in die Richtung. Mach tief. Bang. Jawohl. Top. Jawohl. Sehr schön. Dreht ein bisschen zügiger ab, geht aber unheimlich schnell wieder auf. Dreht den Schirm nochmal 180 Grad von uns weg. Zuschauen, voll aggressiv, flinke Bremse, trage gute, powerful tief ziehen. Top. Jawohl, loslassen. Jawohl, sehr explosionsartiges Öffnen über den Seitenklapper. Dreht den Schirm nochmal rechts 180 Grad. Top. Gefühlvoll an den Stolpunkt gehen, Thomas. Roger, Entschuldigung, Roger, langsamer an. Top. Ganz gefühlvoll, lass dir Zeit. Achtung, aufpassen, lass dir Zeit, selber entscheiden, jawohl, bist du dran gewesen? Ah, dann will ich das nächste Mal ab. Ich anfange Klapper nach LTFB Vorspann, top. Jawohl, geht auf die Nase, immer noch sehr schnelles Öffnen, sehr interessant, gut, 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 flieg in die Richtung weit, den Gegensteuer geben, top, kannst beginnen. Passiv, loslassen, jawohl, jetzt dreht er ein bisschen mehr ab. Schau dir auf, dass du links, zeig mir das Spiel nochmal, flieg gerade auf die Kamera los, gleiches Spiel, Vollgas geben und so große Klapper machen, wie es irgendwie nur geht. So richtig, bam! Jawohl, bringt top. Jawohl, zack, jawohl, ganz schön. Jetzt geht er auf die Nase, dreht mal 180 Grad, wunderbar, wunderbar. Ja, sehr flink, sehr schnelles Abdrehen, unbeschleunigter, zügiges Aufgehen, top, du kannst anfangen. Klapper ziehen, halten, fixieren, drehen lassen. Nach einer Umdrehung komme ich, dass wir Schirm stabilisieren über die Außenbremse. Top. Kräftig ziehen, fixieren den Klapper, lass ihn drehen. Jawohl, so einen Spiralstutz aufbauen, warten, lass ihn ruhig drehen. Jawohl, und jetzt kommt die linke Bremse, Klapper fixieren, linke Bremse mehr, fliegst gerade auf, mach ihn wieder auf. Okay, Klapper auftun. Okay, nochmal ein fixieren. Gib ihm Saures. Klapper groß und voluminös. Ja, lass ihn drehen. Okay, jetzt kommt die rechte Bremse. Powervoll, kräftig, frech. Rechte Bremse mehr. Mehr rechte Bremse, komm, stabilisier ihn, hol ihn. Okay, Klapper loslassen und auftun. Rechte Bremse behalten. Wunderbar. 180 Grad drehen zum Landeplatz. Komm, Klapper gehalten, du kannst anfangen. Voluminös. Kein Gegensteuer geben. Volle Pulle rein. Maximale Spiralsturz. Lass die Kiste drehen. Jawohl, volle Pulle Spiralsturz, tipptopp. Und jetzt kommt die linke Bremse. Rechte Tragegurte halten, linke Bremse schön verlangsamen. Schön verlangsamen, flieg geradeaus. Jetzt halt ihn einen Moment so, Roger, halt ihn. Jetzt machst du eine Kurve auf die linke Seite. Der Klapper bleibt rechts und jetzt machst du eine ganz zügige Kurve auf die linke Seite. Mehr linke Bremse, mehr. Komm, linke Bremse, richtig ziehen, kräftig. Mehr. Okay, linke Bremse wieder kommen lassen. Du siehst, man kann fast Spiralen auf die Außenseite. Machst du ihn auf? Okay, gut. Drehst du den Schirm wieder zur Kamera hin? Du kannst anfangen. B-Gurte, nicht C wie Cornelia, B wie Bertha. Top. Ziehen, halten, Schirm anschauen. Bleibt stabil, bleibt immer noch stabil. Jawohl, geht gut runter. Schau mal links zum Schirm, zum Berg rüber. Das geht sehr gut runter. Und top, die Arme hoch. Keinen Bremseinsatz, Schirm muss Fahrt aufnehmen können, ohne Bremseinsatz, wohnfangen. Körper auf die andere Seite. Schneller Wechsel von links nach rechts, also jetzt nach rechts. Bremseinsatz, Körper links. Bremseinsatz und Außenstützen, Kick. Jawohl, und Bremseinsatz, Kick, Stützen. Den Kick nicht vergessen, Kick ist jetzt links, Kick, Stützen rechts. Okay, und rechts, Kick, Stützen links. Und links Kick stützen jetzt. Und aufhören, sensationell. Sensationell. Warte, lass ihn ruhig hochschießen. Ja, nicht bremsen. Jetzt kann man ihn bremsen. Hände hoch, maximales Gleiten. Perfekt. Und frech ranführen. Komm, powerful. Zieh an den Stoll. Jawohl, frech ran. Komm, zieh. Roger. Am Stollpunkt. Halte die Bremse. Jawohl.
Langsam die Bremse wieder kommen lassen aus dem Fulltal. Vorfühlen, vorfühlen, vorfühlen. Langsam kommen lassen, Bremse. Schau den Schirm an. Noch ein bisschen höher und Hände hoch. Hände hoch, Hände hoch. Jawohl, gut. Hast du sehr feinfühlig an den Stallpunkt zurückgeführt, die Bremse? Du kannst beginnen. Anführen, halte, Schirm anschauen, vorfühlen. Beobachten, kommen lassen, Symmetrie beobachten. Kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen, die Bremse, kommen lassen, kommen lassen, die Bremse, komm. Komm, 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 Hände hoch. Gut, gut. Dreh den Schirm nochmal zur Kamera hin. Jawohl, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen in den See wegstechen, vom Berg wegstechen, dann sind wir zu nah am Wenn du nach hinten fällt, schon wieder beginnen langsam zu füllen. Zieh, 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 zieh. Halte, füllen, füllen, füllen. Komm, 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 komm mit der Bremse hoch, 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 stütze ganz hoch. Gut, gut. Also man muss nicht 300 Meter lang stohlen. Man kann das auch in 50 Meter stoppen. Alle einleiten, powervoll, kräftig mit dem Körper rein, in die Bremse langsam Druck aufbauen. Noch mehr, Innenseite parkieren, Außenseite verlangsamen, ganz gefühlvoll Außenseite. Und Außenseite wieder gehen lassen, das soll wieder zuspiralen, Außenseite voll hoch und wieder zuspiralen lassen, jawohl. Und über die Außenseite wieder ziehen, die Spirale wieder verlangsamen, angebremst. Kommst langsam gefühlvoll aus der Spirale raus. Marginales Hochschießen, ohne große Nickmomente, wunderbar. Sehr schön gewesen, Roger. Tipptopp, hat man gut gesehen, verlangsamt. Kannst beginnen. Jawohl. Powervoll einen Stall führen. Zieh, 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 zieh. Kräftig halten und schon wieder vorfühlen. Kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen. Hände hoch. Rechts in den See rausstechen, ja, aber natürlich. Zack, drehen lassen und Klapper aber halten. Hey, den Klapper halten, Entschuldigung, war mein Fehler. Klapper halten und ziehen und drehen lassen. Auf der Nicht-Notschirmseite den Klapper ziehen. Top. Jawohl, habe ich mir noch gedacht. Okay, gut. Und dann kommt der Notschirm raus. Hochaggressiv, powerful. Rechte Hand vorschleudern. Jawohl. Guter Wurf. Mittelschnelle Öffnung, kleiner Rettungsschirm, eine Rundkappe, zieh den Schirm, versuch den Schirm irgendwann eine Leine runterzuziehen. Irgendeine Leine, orientiere dich nach unten, Füße zusammen, Knie leicht angewinkelt, schau nach unten. Okay, gut. Wenn du im Wasser bist, versuch die Beingurte zu lösen, Bauchgurt zu lösen und versuche dich vom Gurtzeug so zu trennen, dass du wegschwimmen kannst, dass du ohne Gurtzeug ins Rettungsboot steigen.